Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich werde euch heute 5 Squat Jump Arten zeigen, die ihr machen könnt, vielleicht gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, um das Fett richtig zu verbrennen. Also, wir gehen zu der ersten Version. Und zwar sind das Squat Jumps, wo wir hinten die Füße hochlassen. Sie sehen so aus, wir gehen in einen schönen Squat, haben einen geraden Rücken. Wir machen keinen Buttwink, also das heisst, wir kommen nicht hier oben. Man muss sagen, durch das, ich bin ein bisschen eingeschränkt im Fußgelenk und darum sind meine meistens nicht gerade die schönsten. Von da aus haben wir das Gewicht auf dem ganzen Fuß fest auf dem Fersen und kommen von da aus mit den Fersen hinten als Füdli. Gut, jetzt, was ihr auch machen könnt, ist, wenn es zu streng ist, dass ihr in den Squat kommt, aufsteht und von hier aus einfach leicht nach hinten oben kommt. Dann haben wir die zweite Variante, sehr, sehr ähnlich. Wir gehen auch wieder in den Squat und von hier aus mit den Knien vorne rein. Ich sehe, ich mache nur 3 Wiederholungen und bin schon am Schnaufen. Also, und zwar haben wir den Squat Jump und kommen jetzt vorne rein. Okay, also Knie zu den Ellbogen. Da gibt es leider keine viel einfachere Variante. Sonst machen wir einfach normale Squats. Wieso? Weil es sehr streng ist. Gut, also. Die dritte Variante haben wir die Squat Jumps, wo wir die Füße zusammenschlagen in der Luft. Sieht so aus. Relativ einfach zum Verstehen. Wenn das zu streng ist, kommen wir in einen Squat und dann einfach am Boden die Füße zusammenschlagen. Dann kommen wir eigentlich gerade in die nächste. Und zwar haben wir breite und enge Jump Squats. Sehr ähnlich wie die vorher. Wir kommen in einen breiten. Für die, die Knieprobleme haben, dürfen die Füße leicht nach außen rotieren. Dann können die Knie etwas entlasten. Ganz wichtig, die Knie wirklich rausdrücken. Und nicht hier gehen lassen. Jetzt von hier aus kommen wir breit. Dann gumpen wir hoch, eng und wieder tief. Breit, eng, breit, eng. Was sich unterscheidet zu der dritten Version, ist, dass ihr, wenn ihr die einfachen macht, dass ihr nicht nur zusammenkommt, sondern wirklich auch noch tief geht. Dann haben wir noch die letzte. Die 5. Variante, da machen wir seitlich hin. Das heisst, wir kommen so ein bisschen hüftbreit, kommen tief in den Squat runter, kumpen jetzt nach rechts, wieder tief, links tief, rechts tief, links tief. Das ist es, 5 Squat-Versionen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!